Liebe Künstler und Malerfreunde, herzlich willkommen zu Bob Ross Extension und Erweiterung. Heute lernen wir, wie wir lila eine Farbe mit einem Feuerlöscher malen. Wie kommt die Farbe in den Feuerlöscher? Schritt 1. Wir brauchen einen 2-Komma-Feuerlöscher, wo Gaskartusche getrennt ist vom Füllmaterial. Füllmaterial ist in diesem Falle, ich hoffe, Pulver. Ja, Pulver. Und um das hier aufzukriegen, brauchen wir einen speziellen Schlüssel, den man im Fachhandel kriegt. Und den habe ich hier mal besorgt. In der Anwendung wirkt dieser Schlüssel ungefähr so. In diesem Teil ist Gas. Und hier ist Pulver drin, was jetzt raus muss. Wie heißt denn das Pulver? Pulver. Warte mal. Kannst du stoppen. Das sollte man nicht in geschlossenen Räumen machen. Das staubt. Das ist gut. Und in der Zwischenzeit kann man wichtige Bürotermine erledigen oder so. Das ist vielleicht. Beim Einatmen schmeckt der Staub leicht säuerlich. Der ist jetzt leer. Und jetzt soll unsere Farbe da rein, weil die aber noch ein bisschen dick ist. Wir haben so eine schöne Farbe geholt. Kann man hier am besten noch mit Wasser verdünnen, damit es besser spritzt. Ja, das machen wir jetzt mal. Du mischst mit 1:1? 1:1. Aber wir nehmen es nicht ganz genau. Also kannst du genau nehmen, wie du Bock hast. Ja, das ist schön. Ja. Je dreckiger das Wasser ist, desto schöner. Kann noch ein bisschen mehr Farbe, oder? Ja. War schon gut. Zum Umfüllen benötigen wir einen Trichter. Und der soll die angemessene Größe haben, deswegen haben wir uns hier was gebaut. Und dann kommt die Farbe einfach mal rein. So voller man den Feuerlöscher auffüllt, umso mehr Druck ist nachher drauf und umso länger kann man auch sprühen. Und höher. Weil die übrig bleibende Luft kann sich natürlich besser komprimieren als die Farbe. Insofern gut voll machen. So, und nun das Ding wieder rein. Und sicher. Gut dicht schrauben. Sonst ist ganz schön kacke.